Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharf und komme aus der Nähe von München aus Poing und bin Stampin'-Up-Demonstratorin. Das heißt, alle Produkte, die du im Video siehst, kannst du über mich und bei mir bestellen. Wir haben heute hier ein tolles Licht. Die Sonne geht gerade unter. Mal eine ungewöhnliche Zeit für mich zum Videodrehen. Aber ich glaube, das schaut gut aus. Wir haben eine gute Bildqualität und ich möchte mit euch heute eine Bonbonbox basteln. Und zwar für einen Jungen. Also eine Jungsverpackung, aber mit einer süßen Bonbonform. Und ich freue mich schon richtig. Es geht nämlich los. Ich habe mir schwarz-weiß ausgesucht und Level Completed. Das ist ein unwahrscheinlich tolles Stempelset, was perfekt für Jungs geeignet ist. Und auch viele, viele begeisterte Zocker, die da sich alle freuen, wenn sie so einen schönen Controller auf ihrer Verpackung oder ihrer Karte hat. Das heißt, wir brauchen Designerpapier. 15,2 x 12,2. Ein 6x6 Designerpapier ist perfekt. Ich drehe hier schön, damit ihr besser seht. Zoomen. So, wir legen die lange Seite an und jetzt geht's los. Wir falzen bei 3,5, bei 7, bei 10,5, also in 3,5er Schritten und bei 14. Ich wiederhole es nochmal für alle, die mitschreiben wollen. 3,5, 7, 10,5, 14 cm. Und jetzt die kurze Seite. Drehen, drehen, drehen. Und hier wird bei 1,2 cm gefalzt. Das mache ich wie immer, wenn das so niedrig ist, auf der rechten Seite. Und bei 3,4, das können wir sogar auch noch rechts machen. Jetzt drehen wir es einfach auf der anderen Seite und machen es nochmal 1,2 und 3,4. Ihr könnt natürlich auch durchschieben. Dann sage ich nochmal, die Falzlinien in einem Schritt, wenn ihr durchschieben wollt, sind 1,2, 3,4, 8,8 und 11 cm. So, jetzt brauchen wir 1,75. Das ist quasi die Mitte also ihr braucht da, wo keine Klebelasche ist. Dieser Zentimeterabschluss hier kommt nach links, das hier. Und da, wo gleich, das sind ja vier gleiche Segmente. Und da beim ersten markieren wir die Mitte mit 1,75. Und zwar oben die 1,2 cm und unten. Ich zeige euch mal ganz kurz, könnt ihr einen Screenshot machen. Das hier ist die ganze Anleitung. Gefunden habe ich es bei Papier verliebt. Ich glaube, es ist keine aktive Demo mehr. War von 2015, aber sie hat ihren Blog noch stehen lassen. Und da war diese tolle Zeichnung drauf. Schaut mal vorbei, da sind noch mehr Anleitungen. Anleitungsschätze habe ich es mir hier so schön abgeschrieben. Und das ist dann auch die Zeichnung. Genau, also unten und oben haben wir jetzt hier schön gefalzt. So, also 1,75. Jetzt drehen wir, weil wir müssen in das dritte, also 1, 2, 3, 4, in das dritte Rechteck mit 8,75. Viele beschweren sich, weil sie keine halben Millimeter wollen. Dabei klappt das immer ganz gut. Man nimmt den Millimeter und dann noch ein Mikrostück. Man sieht es gar nicht, gell? Das ist im Schwarz geschuldet. Hier sieht man es. Da ist die eine Falzlinie. Da ist die andere. Da ist nichts. Jetzt braucht ihr einen Stift, einen Faltstift und ein Lineal. Und nehmt euch hier die Mitte von dieser Falzmarkierung und zieht das V-förmig zu den Ecken. Eins, zwei,
Hier haben wir wieder die Mitte. Eins, zwei. Also oben und unten bei allen vier Markierungen wird V-förmig zu den Ecken verbunden. Ich lege euch gleich nochmal meine Zeichnung hin. Hier nochmal V-förmig. Und dann ist es nämlich das auch schon. Das klingt jetzt alles ein bisschen komplizierter, als es ist. Kommt hier nochmal das Anleitungsbuch. Hier wird markiert und dann den Faltstift hier anlegen und mit dem Lineal V-förmig die Ecken verbinden. So, jetzt kann man schon kleben. Oder erstmal durchfalzen. Also wir falzen erstmal die vier Längen. Eins, zwei, drei. Und hier falzen wir die Klebelasche weg. Nach innen, weil so wird dann unser Bonbon. Dann hier ist die eine Falzlinie, die kurze, hier die andere. Genau, und da haben wir noch, das ist eigentlich, können wir da mal gucken. Also das habe ich jetzt nach außen, das nach hinten, weil das auch so abflacht, die Bonbonform. Also, wenn man die Mitte sieht, geht es erst nach außen, dann nach oben. Und hier, das knicke ich jetzt aber nur mit dem Finger. Unsere Schräglinien, die wir eingezogen haben, werden hier so ein bisschen nachgeknickselt. Und hier das andere Stück. Und hier noch eins und noch eins und noch eins. Super. Okay, dann habt ihr eben diese Querlaschen so ein bisschen nach unten gedrückt. Das haben wir nach oben gefalzt, rechts und links, damit es dann verschließt. Und jetzt hat unsere Klebelasche wird nach unten geknickt, mit einem Tombow verschlossen. Ach hier, da haben wir wieder Hitzeverstopfung, Hitzestau im Kleber. Der geht. Einfach einen Streifen und dann mittig zusammenfalzen. Wenn ihr dann gut gefalzt habt, hier so mittelgut, liegt es genau drauf. Oh nein. Jetzt, ich habe hier eine Batteriewarnung gekriegt. Aber das macht nichts. Kabeln an. Also, genau, das war jetzt genau der richtige, die richtige Unterbrechung. Weil in der Zeit konnte der Kleber anziehen. Also, jetzt haben wir unsere Falzlinie hier mittig. Seht ihr das? Das ist das, was wir an dem äußeren Rand müssen wir einfach zu so einer Schnute zusammendrücken und diesen Zentimeter hier zusammenbiegen. Genau, ein bisschen gucken, dass es hier nicht einknickt. Und dann haben wir so eine raffinierte Bonbonverpackung, ganz ohne Stanzformen. Auf der linken Seite klebe ich jetzt mal auf jeden Fall schon mal zu. Schon wieder der Ärgerkleber. Ja, beide Seiten. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich erst noch befüllen. Und ich hätte da auch gerne, dass es wieder aufgeht. Mal schauen, wie wir das lösen. Vielleicht mit einer schicken Büroklammer. Jetzt kümmern wir uns mal kurz um die Deko. Was schreiben wir denn drauf? Level up. Das wäre nett.
Oder so einen Nintendo-Controller. Das ist eigentlich eine witzige Art und Weise, jemanden zum Geburtstag zu gratulieren. Haben wir hier einen Schnipsel, wo das gut drauf passt. Genau, Level Complete heißt das Set. Ist ein alleinstehendes Stempelset. Kostet ca. 30 Euro. Ich glaube sogar genau 30. Habe ich mir jetzt gekauft, weil doch erstaunlich viele Leute, auch Mädels, gerne mal an der PlayStation zocken. Und natürlich junge Männer, für die man wirklich eh immer ein bisschen Probleme hat, Karten zu gestalten, noch mehr. Da ist dieses Set mir wie gerufen gekommen. Und das ist auch ein Set, das werde ich in meinen Bestand aufnehmen und ganz fest festhalten, weil ich bin mir sicher, so schnell wird es was sowas in der Art nicht mehr geben. Aber das ist super hier zum Ausschneiden. Kleben wir das mal da drauf oder legen es mal drauf als Probe. Und dann zeige ich euch noch die Sprüche. Leveled up, congratulations. Achievement unlocked. Was immer das auch heißt. Dann haben wir hier so, das ist glaube ich die Tastenkombination von diesen Tasten. Plus 1 ist ein Leben mehr, ein Jahr mehr. Und da die Herzen. When it feels like game over, always choose to play again. Also wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist vorüber, dann wähle nochmal spielen. Finde ich eigentlich auch süß. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen ganz, ganz klassisch Happy Birthday, weil ich das Gefühl habe, sonst ist erst 8 oder wird 9 der kleine Kerl. Sonst ist er überfordert. Die haben noch kein Englisch. Aber das Happy Birthday ist auch in so einer, schon so eine Computerschrift, ne? Wahrscheinlich vom Amiga oder so. Aber da haben sie schon so eine spezielle, schlanke Schrift. Mit Sommersorbet kommt jetzt da das Happy Birthday drauf. Und während ich das stempel, überlege ich mir, wie wir das jetzt verschließen. Ich fände ja auch eine Büroklammer lustig, weil sowas mögen Jungs auch gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt finde. Wir nehmen eine Spreizklammer. Das nehmen Jungs auch. Und zwar auch in Rot. Das kleben wir hier genau schief und krumm drauf. Das so ein bisschen drüber steht. Also das ist ein unheimlich schickes Böckselchen. Ich liebe überhaupt alle Bonbon-Verpackungen. Da gibt es ja so einen Unterschied. Unterschiedliche. Manche sind ein bisschen flacher, finde ich auch schön. Und sind an der Seite ausgestellt. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar finde. Dann machen wir Bonbon-Sommer. Hätte ich auch Lust. Und ich weiß, meine YouTube-Zuschauer lieben kleine Verpackungen. Also das hier, finde ich, ist auch ein ganz bezaubernder Swap. Und dieses Papier, habe ich gar nicht erwähnt, gibt es immer noch in der Ausverkaufsecke. 5,80 Euro, glaube ich. Es wundert mich. Ich bestelle es jedes Mal mit. Ich kann dann, glaube ich, bis in mein Lebensende mit diesem tollen Papier basteln, Gott sei Dank. Ich brauche das aber auch. Es ist ein reines Schwarz-Weiß-Papier. Hat aber auch tolle Motive. Können wir mal kurz hier, könnt ihr mal so hier die Querschnitte. Es gibt auch als Motive eben Hände. Ich brauche ganz kurz eine Sekunde für die Spreizklammer. Ja. Habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, wie ich dieses Dings hier verschließe. So, jetzt geht das nicht auf. Na doch. Mit Gewalt. Entscheide ich mich jetzt für Silber, weil ich Angst habe, wenn wir es jetzt in Schwarz machen, dass er das gar nicht sieht, wie das aufgeht. Löchlein rein. Brett rein. Rot wäre auch gut gewesen. Dann, oje, ohne die Nägel für immer zu zerstören, spreizen.
Und so ist es. Unser kleines Jungs geschenkt. Genau, da kommen ein paar, entweder diese Herzbonbons rein. Wobei hier die Schokobonbons finde ich auch ganz super, weil die haben eigentlich so eine glasierte Außenhülle, dass das, wenn man es nicht gerade in der Sonne liegen lässt, auch bei hohen Temperaturen reinstecken kann. Und da gehen 4, 5 rein. Das finde ich ist auch eine gute Portion. Und ich finde, das ist eine zuckersüße Schachtel geworden. Ich hoffe, euch gefällt sie genauso gut. Bitte, bitte abonniert meinen Kanal. Das würde mir wirklich helfen. Ein Daumen hoch hilft, ein Kommentar hilft, damit ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme, so dass es wächst. Wenn ihr Bastelsachen braucht, ist es natürlich super, wenn ihr die über mich bestellt. Geht über den Link in den Shop, gebt in den Warenkorb diesen Code ein. Ihr kriegt auch eine Überraschung zugeschickt am Ende des Monats. Und ich freue mich riesig, dass ihr euch die Zeit genommen habt zum Video schauen und würde mich so sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid und wünsche euch jetzt einen, in meinem Fall, wunderschönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.